Laudetur Jesus Christus. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauer, zu dieser Live-Übertragung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Wir übertragen am heutigen Mittwoch aus der Audienzhalle im Vatikan die Generalaudienz mit Papst Franziskus, der soeben die Audienzhalle betreten hat. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu sehr herzlich Silvia Kritzenberger. Ein herzliches Willkommen auch allen, die über Facebook, YouTube-Apps und unsere Partnersender mit dabei sind. EWTN und KTV, Radio Horeb, Radio Maria Österreich und Radio Maria Schweiz. Ja, Papst Franziskus hat das von ihm ausgerufene Jahr des heiligen Josef beendet, seine Katechesenreihe über den Ziehvater Jesu bei den Mittwochsgeneralaudienzen läuft aber weiter. Es ist seine vierte Katechese dieser Reihe, heute zu dem Thema der heilige Josef, Mann des Schweigens. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Padre del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Ja, wir hören wie immer zum Auftakt der Audienz eine Schriftlesung heute aus dem Jakobusbrief, Kapitel 3, Verse 2, 5 und 10. Wer sich in seinen Worten nicht verfehlt, ist ein vollkommener Mann und kann auch seinen Körper völlig im Zaum halten. So ist auch die Zunge nur ein kleines Körperglied und rühmt sich großer Dinge. Und siehe, wie klein kann ein Feuer sein, das einen großen Wald in Brand steckt. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Meine Brüder und Schwestern, so darf es nicht sein. Ja, dieser Ausschnitt wurde zunächst auf Italienisch verlesen und wird nun in den übrigen Amtssprachen des Vatikans wiederholt. Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Arabisch und Polnisch. Danach wird Papst Franziskus seine Katechesenreihe zum heiligen Josef fortsetzen. Capable de maîtriser son corps tout entier. Notre langue est une petite partie de notre corps et elle peut se vanter de faire de grandes choses. Voyez encore, un tout petit feu peut embraser une très grande forêt. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. James. Brothers and sisters, anyone who makes no mistakes in speaking is perfect, able to keep the whole body in check with a bridle. So the tongue is a little member and boasts of great things. How great a forest is set ablaze by a small fire. From the same mouth come blessing and cursing. My brothers and sisters, this ought not to be so. The word of the Lord. Lesung aus dem Jakobusbrief. Meine Brüder und Schwestern, wer sich in seinen Worten nicht verfehlt, ist ein vollkommener Mann und kann auch seinen Körper völlig im Zaum halten. Die Zunge ist nur ein kleines Körperglied und rühmt sich großer Dinge. Und siehe, wie klein kann ein Feuer sein, das einen großen Wald in Brand steckt. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Meine Brüder und Schwestern, so darf es nicht sein. Wort des lebendigen Gottes. Danke.
Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, si alguno no se equivoca en el hablar, ese es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. La lengua es un miembro pequeño, pero alardea de grandezas. Miren cómo un fuego tan pequeño incendia un gran bosque. De la misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Tiago. Meus irmãos, aquele que não peca no uso da língua é um homem perfeito, capaz de refrear também o corpo todo. A língua, embora seja um membro pequeno, se gloria de grandes coisas. Comparai o tamanho da chama com o da floresta que ela incendeia. Da mesma boca saem bênção e maldição. Ora, meus irmãos, não convém que seja assim. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس يعقوب الرسول. يا إخوة، إذا كان أحد لا يزل في كلامه فهو إنسان كامل قادر على إلجام جميع جسده، وهكذا اللسان، فإنه عضو صغير ومن شأنه أن يفاخر بالأشياء العظيمة. انظروا ما أصغر النار التي تحرق غابة كبيرة، من فم واحد تخرج البركة واللعنة، فيجب يا إخوتي ألا يكون الأمر كذلك. كلام الرب. Czytanie z listu świętego Jakuba apostoła. Bracia moi, jeśli ktoś nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało. Język, mimo że jest małym organem, ma powód do wielkich przechwałek. Oto mały ogień, a jak wielki las podpala. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi. Oto Słowo Boże. Ja, und wir hören jetzt gleich die Katechese von Papst Franziskus. Es ist die vierte seiner Reihe zum heiligen Josef und heute lautet das Thema der heilige Josef, Mann des Schweigens. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Wir setzen unsere Katechesenreihe über den heiligen Josef fort. Nachdem ich das Umfeld, in dem er lebte, seine Rolle in der Heilsgeschichte und seine Rolle als Gerechter und Bräutigam Marias erläutert habe, möchte ich nun auf einen weiteren wichtigen Aspekt des heiligen Josef eingehen, das Schweigen. Und das ist etwas, was wir gerade in unserer heutigen Zeit oft nötig brauchen. Das Schweigen, die Stille ist wichtig. Ein Satz aus dem Buch der Weisheit hat mich immer besonders beeindruckt. Er wird gelesen, wenn man an Weihnachten denkt. Und da heißt es, als in der Stille der Nacht ist das Wort auf die Erde herabgekommen. Es ist wichtig, an die Stille zu denken in dieser Zeit,
in der die Stille oft nicht viel Wert zu haben scheint. Die Evangelien überliefern kein einziges Wort aus dem Mund Josefs von Nazareth. Er hat nie gesprochen. Das bedeutet aber nicht, dass er wortkarg gewesen wäre. Nein, es gibt einen tieferen Grund. Durch sein Schweigen bestätigt Josef das, was der heilige Augustinus wie folgt formulierte: Wenn das Wort Gottes wächst, werden die Menschenworte weniger. Wenn das spirituelle Leben wächst, dann werden die Worte weniger. Dieses, was wir Papagallismus nennen können, das wird dann weniger. Und auch Johannes der Täufer, der die Stimme ist, die in der Wüste ruft, bereitet den Weg des Herrn, sagt über das Wort, er muss wachsen, ich aber geringer werden. Das heißt, er muss sprechen und ich muss still sein. Josef lädt uns mit seinem Schweigen ein, Raum zu schaffen für die Gegenwart des fleischgewordenen Wortes, für Jesus. Das Schweigen Josefs ist kein Stummsein. Es ist ein Schweigen, das zuhört, ein arbeitsames Schweigen, ein Schweigen, das die große Innerlichkeit Josefs zum Vorschein bringt. Ein Wort hat der Vater gesprochen, und dieses Wort ist sein Sohn, sagt Johannes vom Kreuz. Und nur in der Stille ist es für die Seele zu hören. Jesus ist in dieser Schule aufgewachsen, im Haus von Nazareth, wo er das Beispiel Marias und Josefs täglich vor Augen hatte. Und es ist nicht weiter verwunderlich, dass er im Alltag später immer wieder Räume der Stille suchte und seine Jünger einlud, selbst diese Erfahrung zu machen. So hat er gesagt: Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus. Wie schön wäre es, wenn es auch uns gelänge, dem Beispiel des heiligen Josef folgend, wieder zu dieser kontemplativen Dimension des Lebens zu finden, die sich gerade in der Stille auftut. Aber wir alle wissen aus Erfahrung, dass das nicht leicht ist. Die Stille macht uns Angst, weil sie uns auffordert, in uns zu gehen und uns der Wahrheit unseres Lebens zu stellen. Und viele Menschen haben Angst vor der Stille. Sie müssen immer reden, immer Stimmen hören, im Radio oder im Fernsehen. Sie können die Stille nicht akzeptieren, weil sie Angst haben. Wie der Philosoph Pascal festgestellt hat, rührt das ganze Unglück der Menschen allein daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen. Liebe Brüder und Schwestern, lernen wir vom heiligen Josef, Räume der Stille zu schaffen, in denen ein anderes Wort vernommen werden kann. Das Wort des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Es ist nicht leicht, diese Stimme zu vernehmen, die oft in den Tausenden von Stimmen untergeht, die in uns laut werden. Stimmen der Sorgen und Versuchungen, der Wünsche und der Hoffnungen. Aber ohne diese Schulung, die gerade durch die Praxis der Stille entsteht, kann auch unser Sprechen krank werden. Wenn wir uns nicht in der Stille üben, wird auch unser Sprechen krank. Und anstatt die Wahrheit durchscheinen zu lassen, wird es dann zu einer gefährlichen Waffe, das Sprechen. Denn unsere Worte können zu Schmeicheleien, Prahlerei, Lügen, Verleumdungen und übler Nachrede werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass, wie es im Buch Jesus Sirach heißt, viele gefallen sind durch ein scharfes Schwert, noch mehr aber durch die Zunge. Jesus hat gesagt, wer schlecht über seinen Bruder oder seine Schwester spricht, wer seinen Nächsten verleumdet, der ist ein Mörder. Er tötet mit der Zunge. Wir glauben das nicht, aber es stimmt.
Denken wir mal nach, wie oft haben wir mit der Zunge getötet? Wir würden uns schämen, wenn wir wüssten, wie oft, aber es würde uns gut tun, darüber nachzudenken. Die biblische Weisheit lehrt uns, dass Tod und Leben in der Macht der Zunge stehen. Wer sie liebt, genießt ihre Frucht. Und der Apostel Jakobus hat in seinem Brief das alte Thema der positiven und negativen Macht des Wortes mit folgenden eindrucksvollen Beispielen beschrieben. Wer sich in seinen Worten nicht verfehlt, ist ein vollkommener Mann und kann auch seinen Körper völlig im Zaum halten. Auch die Zunge ist nur ein kleines Körperglied und rühmt sich großer Dinge. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. Aus demselben Mund kommen Lob und Verfluchung. Deshalb müssen wir von Josef lernen, die Stille zu kultivieren, diesen Raum der Innerlichkeit in unseren Tagen, indem wir dem Geist die Gelegenheit geben, uns zu regenerieren, uns zu trösten, uns zu korrigieren. Ich sage nicht, dass man in Schweigen verfallen soll. Aber manchmal, wenn wir in uns reinhören, wenn wir gerade mit einer Arbeit beschäftigt sind und kurz innehalten, dann greifen wir gleich zum Telefon. Wir sind immer hektisch und das hilft nicht, das lässt uns oberflächlich werden. Die Tiefe des Herzens wächst mit der Stille, einer Stille, die kein Stummsein ist, sondern Raum lässt für die Reflexion, für den Heiligen Geist. Haben wir keine Angst vor den Momenten der Stille. Es wird uns sehr gut tun. Und das wird unserem Herzen so gut tun, dass es auch unsere Sprache, unsere Worte und vor allem unsere Entscheidungen heilen wird. Und so hat Josef das Schweigen ja auch mit Handeln gleichgesetzt. Er sprach nicht, er handelte. Und so hat er uns gezeigt, wie man umsetzt, was Jesus einst zu seinen Jüngern sagte. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Stille, reife Worte, wenn wir sprechen. Es gibt ja dieses berühmte Lied, Parole, Parole, und nichts Tiefgehendes, nichts von Substanz. Es tut manchmal auch gut, wenn man sich das ein oder andere Mal lieber auf die Zunge beißt, bevor man etwas Dummes sagt. Schließen wir mit folgendem Gebet. Heiliger Josef, Mann des Schweigens, du, der du im Evangelium kein Wort gesprochen hast, lehre uns, uns eitler Worte zu enthalten, den Wert der Worte wieder zu entdecken, die aufbauen, ermutigen, trösten und stützen. Sei all jenen nah, die unter verletzenden Worten, Verleumdung und übler Nachrede leiden. Und hilf uns, den Worten stets Taten folgen zu lassen. Amen. Ja, das war die Katechese zum Thema der heilige Josef, Mann des Schweigens. Die Sprecher grüßen den Papst nun stellvertretend für die Gläubigen der verschiedenen Länder in den 8 Sprachen, die wir eben schon gehört haben, den 8 Amtssprachen des Vatikans. Danach folgt eine Zusammenfassung der Katechese in den jeweiligen Sprachen und ein Grußwort des Heiligen Vaters. Il accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Chers frères et sœurs,
Dans la suite de notre réflexion sur Saint Joseph, ja, der Schutzpatron der Familien wie der Arbeitenden ist einer der Lieblingsheiligen von Franziskus. Der Papst hat eine kleine Statue des schlafenden Josef auf seinem Schreibtisch stehen. Kein Wunder also, dass er die Katechesen seiner Mittwochsgeneralaudienz seit Mitte November dem Ziehvater Jesu widmet. Das Josefsjahr hat vom 8. Dezember 2020 bis 8. Dezember 2021 gedauert. Zum Auftakt veröffentlichte der Papst ein eigenes apostolisches Schreiben namens Patris Corde, zu Deutsch mit väterlichem Herzen. Beim Angelus zum Hochfest Marienempfängnis hat Franziskus das Josefsjahr für beendet erklärt. Une bonne chose que chacun d'entre nous puisse faire l'expérience du silence et de sa dimension contemplative dans sa vie. Mais l'expérience nous montre que ce n'est pas chose aisée, car le silence fait peur. Il nous met en face de notre vraie personnalité. Apprenons à l'exemple de Saint Joseph à cultiver des moments de silence afin d'écouter la voix du Saint-Esprit qui habite en nous. Cette voix n'est cependant pas facile à discerner et seul l'exercice du silence peut nous y aider. Permettons donc au Saint-Esprit de nous régénérer, de nous consoler, de nous corriger, de guérir nos paroles et d'orienter nos choix. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien le francophone. Saluto cordialmente le persone di lingua francese. Mein herzlicher Gruß geht an die französischsprachigen Gläubigen. Brüder und Schwestern, mit Blick auf die Grotte in Bethlehem, wo Josef und Maria schweigend und voller Liebe die Geburt des Jesuskindes erwarten, lasst uns lernen, unser Schweigen, das die Nächstenliebe untergräbt, zu beenden, um denen nahe zu sein, die leiden, und der Aufnahme, der Anerkennung, des Schutzes und der Liebe bedürfen. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: je salue cordialement les personnes de langue française. Frères et sœurs, les yeux tournés vers la grotte de Bethléem, où Joseph et Marie, dans le silence, attendent avec amour la naissance de l'enfant Jésus, apprenons à mettre fin à nos silences complices et aux paroles qui portent atteinte à la charité pour être proches de ceux qui souffrent et qui ont besoin d'être accueillis, reconnu, protégé et aimé. Que Dieu vous bénisse. Wir hören nun den Gruß auf Englisch und danach auch gleich auf Deutsch. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on Saint Joseph, we now consider Joseph as a man of silence. The Gospels report none of his spoken words, yet they present Joseph as a model of attentive hearing of God's word and acting upon it. Indeed, Joseph's silence was the sign of a contemplative heart, confirming St. Augustine's observation that when the word of God increases, human words fail. Joseph's quiet humility teaches us to make room in our hearts for Christ and thus to discern the Father's will for our lives. Jesus learned the importance of silence from the example of Joseph and Mary, and in turn taught his disciples to cultivate it.
we too are called to exercise interior silence and attentive listening to God's word, lest our daily worries, temptations, and fears lead our spoken words astray and cause hurt to others. Though not easy, fostering contemplative silence is a sure path to authentic knowledge and spiritual growth. May we learn from St. Joseph's example of silence to let the Lord fill our hearts and guide our words in the service of his truth and in charity towards all our brothers and sisters. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Ich grüße die englischsprachigen Pilger, besonders die Gruppen aus Nigeria und den Vereinigten Staaten von Amerika. Euch und euren Familien wünsche ich eine fruchtbare, ausklingende Adventszeit, in der wir uns auf die Geburt des Jesuskindes, des Erlösers der Welt vorbereiten. I greet the English-speaking pilgrims and visitors, especially the groups from Nigeria and the United States of America. I pray that each of you and your families may experience these final days of Advent as a fruitful preparation for the coming of the newborn Savior of the world. May God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Evangelien überliefern kein einziges Wort aus dem Mund des heiligen Josef. Sein Schweigen bedeutet jedoch keineswegs Leere und Passivität. Es ist vielmehr Ausdruck tiefer Innerlichkeit. Josef schweigt, weil er ein Hörender ist. Aber gerade so ist er ein Mann des Wortes. Sein Schweigen gibt dem Wort Gottes Raum. Ein Wort hat der Vater gesprochen und dieses Wort ist sein Sohn, sagt Johannes vom Kreuz, und nur in der Stille ist es für die Seele zu hören. Könnten wir doch nach dem Vorbild des heiligen Josef wieder zu dieser kontemplativen Dimension des Lebens finden, die sich in der Stille auftut. Dies ist freilich nicht einfach und die Stille ist uns vielleicht sogar unheimlich, weil sie uns in unser Innerstes führt, wo wir uns der Wahrheit unseres Lebens stellen müssen. Lernen wir vom heiligen Josef, einen Raum der Stille zu schaffen, in dem vernehmbar wird, was der Heilige Geist uns mitteilen möchte. Auch unser Sprechen braucht das Moment der Stille, sonst wird es schnell oberflächlich oder gar zu einer gefährlichen Waffe, die statt zu trösten und aufzubauen, verletzt und tötet. Lassen wir uns von Josef in die Stille einführen, in diesen wohltuenden geistlichen Raum, wo die Seele neue Kraft schöpft und wo wir erkennen können, was in unserem Leben der Korrektur bedarf. Ein ruhiges Herz ist der Ursprung guter Worte, rechter Entscheidungen und beherzten Handelns. Saluto i fedeli di lingua tedesca. In questi ultimi giorni dell'Avvento imitiamo l'esempio di San Giuseppe. Cerchiamo di adottare un atteggiamento di silenzio e di ascolto per essere pronti a ricevere la parola eterna del Padre, suo Figlio incarnato, Gesù Cristo.
Ich grüße die Gläubigen deutscher Sprache. Orientieren wir uns in dieser verbleibenden Adventszeit am heiligen Josef. Versuchen wir, eine Haltung der Stille und des Hörens einzunehmen, damit wir empfänglich sind für das ewige Wort des Vaters, seinen menschgewordenen Sohn Jesus Christus. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Ja, Papst Franziskus wird nun die Zusammenfassung der Katechese auf Spanisch verlesen. Queridos hermanos y hermanas, continuamos con nuestra reflexión sobre la figura de San José. Los evangelios no refieren ninguna palabra suya, sino su actitud de silencio, de escucha y de acción, que nos pone de relieve su interioridad profunda. José de Nazaret nos invita a descubrir la dimensión contemplativa del silencio, no para aislarnos de los demás, sino para dar espacio a Jesús, la palabra de Dios hecha carne, y escuchar su voz. En contraste con este mundo ruidoso y caótico en que vivimos, el silencio nos da miedo y nos inquieta, eso es verdad. Pero no nos aflijamos. Sigamos en cambio el ejemplo de San José de ponernos a la escucha atenta del Espíritu Santo que vive en nosotros para que la fuerza transformadora de su amor convierta nuestros corazones y de nuestra boca salgan solo palabras buenas de bendición, de aliento y comprensión que edifiquen, sostengan y consuelen a todos nuestros hermanos y hermanas. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Mein herzlicher Gruß geht an die spanischsprachigen Pilger. Veo banderas por allí. Pidamos al Señor Jesús. Bitten wir den Herrn Jesus, uns auf die Fürsprache des heiligen Josef von Hass, Verleumdung und Diffamierung zu befreien, von der Sünde der Zunge. Er gewähre uns die Gnade, dass unsere Taten unseren Worten entsprechen und wir vor den anderen freudig und glaubwürdig Zeugnis ablegen für die barmherzige Liebe Gottes zu allen Menschen. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa presentes a esta audiência, bem como aqueles conectados através dos meios de comunicação social, testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, acompanhados de suas orações pelas vossas intenções e pelo vosso ministério de sucessor de Pedro. Ao final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Após a oração, o Santo Padre nos concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos, aos doentes e a todos os que sofrem. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese do Papa Francisco. Continuamos nossa reflexão sobre São José com outro aspecto importante de sua figura, o silêncio. Os evangelhos não recolhem nenhuma palavra sua. Com este silêncio, José antecipadamente confirma o que escreveria Santo Agostinho. À medida que cresce em nós a palavra,
diminuem as palavras, convidando-nos a abrir espaço à presença de Jesus, palavra feita carne. O silêncio de José não é mutismo, mas é um silêncio cheio de escuta e que denota grande interioridade. Sob o exemplo de São José, devemos recuperar a dimensão contemplativa da vida. Aprendamos dele, portanto, a cultivar tempos de silêncio, nos quais possa surgir uma outra palavra, a do Espírito Santo que habita em nós. Não é fácil reconhecer essa voz em meio às tantas vozes das preocupações, tentações, desejos e esperanças que ouvimos em nosso interior. Mas sem esse treinamento, que vem da prática do silêncio, nossas palavras podem tornar-se malsãs. São José uniu o silêncio à ação. Não falou, mas fez, mostrando-nos assim aquilo que um dia Jesus diria aos seus discípulos. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Agora o Santo Padre saudará em italiano os fiéis de língua portuguesa. Liebe portugiesischsprachigen Brüder und Schwestern, Weihnachten rückt näher. Wie der heilige Josef lade ich euch ein, in der Stille das Geheimnis des ewigen Wortes Gottes zu betrachten, das für uns und zu unserem Heil Mensch geworden ist. In unserer Armut ist Gott zu uns herabgekommen. Sein Segen komme auf euch alle herab. Eis a tradução das suas palavras. Caros irmãos e irmãs de língua portuguesa, nos aproximamos do Natal. Como São José, convido-vos a contemplar no silêncio o mistério da palavra eterna de Deus, feita homem por nós e pela nossa salvação. Na nossa pobreza, Deus veio a nós. Desça sobre todos vós a sua bênção. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى وللمتألمين. وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على القديس يوسف رجل الصمت وقال: لم تورد لنا الأناجيل أي كلمة قيلت على لسان يوسف الناصري، وهذا لا يعني أنه كان قليل الكلام، لا، بل كان السبب أعمق من ذلك. أكد يوسف بصمته ما قاله القديس أغسطينوس، وهو بقدر ما ينمو فينا الكلمة المتجسد تقل فينا الكلمات. وهكذا دعانا يوسف بصمته إلى أن نترك مكانا لحضور الكلمة المتجسد أي يسوع المسيح. وأضاف قداسته: صمت يوسف ليس سكوتا عن الكلام، بل إنه صمت مليء بالإصغاء، وصمت فاعل، وصمت يبين حياته الداخلية العميقة. وفي هذه الأجواء نشأ يسوع متعلماً من مريم ويوسف،
وهو نفسه بحث عن أماكن صمت في أيامه. ودعا الأب الأقدس أن نتعلم من القديس يوسف بأن ننمي فينا أماكن الصمت التي فيها يمكن أن تظهر كلمة أخرى، وهي كلمة الروح القدس الذي يسكن فينا. لكن كثيراً ما نخلط بينه وبين آلاف الأصوات الأخرى من الهموم والتجارب والرغبات والآمال التي في داخلنا، فنحن بحاجة إلى لحظات صمت حتى يبقى كلامنا سليماً ولا يصير مرضاً وسبب إساءة. لنتعلم من يوسف أن ننمي الصمت فينا، فنسمع الروح القدس فينا ونسمح له بأن يجددنا ويعزينا ويصححنا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Ich grüße die arabischsprachigen Gläubigen. Bitten wir den heiligen Josef, den Mann des Schweigens, der im Evangelium kein einziges Wort gesprochen hat, dass er uns lehrt, uns eitler Worte zu enthalten und den Wert von Worten wiederzuentdecken, die aufbauen, ermutigen, trösten und stützen. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. لنسأل القديس يوسف رجل الصمت الذي لم ينطق بأي كلمة في الإنجيل أن يعلمنا أن نصوم عن الكلمات الفارغة، وأن نكتشف من جديد قيمة الكلمات التي تبني وتشجع وتعزي وتدعم. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów, obecni na tej audiencji, pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Oto istotne myśli z katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, mówiąc o świętym Józefie z Nazaretu, zastanawiamy się dzisiaj nad istotną cechą jego charakteru – milczeniem. Ewangelie nie odnotowują żadnej jego wypowiedzi. Swoim milczeniem święty Józef zaprasza nas, abyśmy naśladowali go, otwierając się w ciszy serca na obecność Pana Jezusa, Słowa, które stało się ciałem. Nie jest to łatwe. Cisza często nas przeraża. Wymaga od nas wejścia w siebie, konfrontacji z prawdą o nas samych i o naszej wierze. Tymczasem bez umiejętności milczenia nasza mowa może stać się niebezpieczną bronią, przybierając postać kłamstwa, pochlebstwa, chełpliwości, obmowy, oszczerstwa. Księga Mądrości Syracha przypomina, że wielu padło od ostrza miecza, ale nie tylu, co od języka. Pan Jezus powie to jeszcze wyraźniej. Kto źle mówi o swoim bracie lub siostrze, kto oczernia bliźniego, jest zabójcą. Święty Józef potrafi łączyć milczenie z działaniem. To ważne wskazanie dla nas. Prośmy w modlitwie, by nauczył nas wystrzegać się słów próżnych, odkrywać wartość słów pełnych otuchy i umocnienia, by uczył nas podejmować codzienne obowiązki z myślą o Bogu. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto. Der Gruß an die Polen. Il tempo
Die Adventszeit führt uns nach Bethlehem, an die Krippe, zur Begegnung mit der heiligen Familie, die die Geburt Jesu erwartet. Heute betrachten wir den heiligen Josef, sein Schweigen und seine Kontemplation. Bitten wir ihn, uns zu lehren, wie wir in der komplizierten Welt von heute, inmitten von Eile und Sorgen, die Stille und das Gebet kultivieren können, um besser auf die Stimme Gottes zu hören. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Czas Adwentu wiedzie nas do Betlejem, do żłóbka, na spotkanie z oczekującą narodzin Jezusa, świętą rodziną. Dzisiaj patrzymy na postać świętego Józefa, na jego milczenie i kontemplację. Prośmy, by nauczył nas, jak w dzisiejszym zagmatwanym świecie, wśród trosk i zabiegania, pielęgnować milczenie i modlitwę, by lepiej wsłuchiwać się w głos Boga. Serca wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Nelle scorse ore è avvenuta una devastante esplosione in den letzten Stunden hat sich im Norden Haitis eine fürchterliche Explosion ereignet, bei der viele Menschen ihr Leben verloren haben, darunter viele Kinder. Das arme Haiti, eine Katastrophe nach der anderen, ein Volk, das so viel leiden muss. Beten wir für Haiti. Es sind so gute religiöse Menschen, aber sie müssen so viel leiden. Ich bin den Angehörigen der Opfer und den Verletzten nahe und schließe mich dem Gebet für diese Brüder und Schwestern an, die so viel Leid ertragen müssen. Ich heiße die italienischsprachigen Pilger herzlich willkommen. Besonders grüße ich die Gläubigen der Pfarrei Santa Maria del Popolo in Surbo Lecce. Die Fußballer der italienischen Nationalmannschaft Old Italia Roms und die Mitglieder des Berufsverbands für Pflegeberufe aus Arezzo. Ich freue mich, die Schüler der Bartolena-Schule in Livorno begrüßen zu dürfen, die heute in Begleitung ihrer Lehrer hierher gekommen sind. Liebe Kinder, ich danke euch für euren Besuch und ermutige euch, die Werte der Solidarität und des brüderlichen Dialogs zu pflegen. Und meine Gedanken gehen wie immer in besonderer Weise zu den alten, kranken und jungen Menschen sowie zu den Neuvermählten. Liebe kranke, ältere Menschen, danke für euer Beispiel. Ich bete darum, dass ihr euer Kreuz mit der sanftmütigen Geduld des heiligen Josef tragt. Liebe junge Menschen, ich lade euch ein, auf den heiligen Josef als Vorbild zu blicken, als Hüter für die Träume der Jugend. Liebe Neuvermählten, mögt ihr in der heiligen Familie von Nazareth die Tugenden und die Gelassenheit finden, die ihr für euren Lebensweg braucht.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ja, das war die Live-Übertragung der Generalaudienz mit dem Heiligen Vater. Auf der Webseite von Vatican News können Sie in Kürze den Wortlaut und unseren Beitrag zur Katechese von diesem Mittwoch nachlesen. Und Sie finden sie natürlich auch in unserem kostenlosen Newsletter. Den können Sie wie immer unter rv-news.info bestellen. Ich verabschiede mich von allen, die heute mit dabei waren. Das war eine Sendung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Am Mikrofon verabschiedet sich Silvia Kritzenberger. Laudetur Jesus Christus.